Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Freitags Crime Tag bei Hemmungslos. Wir haben heute den 1. Oktober, wo wir aufnehmen. Das heißt, Spooky Season has started. Officially begun. Eigentlich ja schon seit 1. September, also für mich zumindest. Ja, normal, aber trotzdem. Aber jetzt ist es richtig offiziell. In 13 Tagen kommt Halloween Ends. Mhm. Sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Das beste Event des Jahres. Wir freuen uns schon das ganze Jahr drauf. Genau, was gibt's sonst so Neues? Außer, dass jetzt Oktober ist. Ich glaube gar nichts tatsächlich. Gibt es irgendwas Neues? Nee. Nein. Bei mir nicht. Nein, bald stehen, also Convention Season hat ja angefangen. Ja, bald stehen dann auch die richtigen Conventions an. Genau, wenn ihr mehr davon sehen wollt, folgt uns gerne auf TikTok. Da laden wir immer so ein paar Eindrücke hoch von Conventions und aus unserem Privatleben, falls das jemanden interessiert. Oder auch nicht. Aber ich glaube, das, was euch interessiert, ist der heutige Fall. Also oh ja. Der kommt jetzt am Freitag raus. Wir haben aber heute den 1.10. Hast du denn einen Halloween-Fall gehabt, die einen gruseligen? Nee, tatsächlich leider nicht. Vielleicht zu Halloween dann, ne? Ja, stimmt. Das kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Was ist denn Halloween? Nee, Halloween ist montags. Oh. Okay. Vielleicht kommt er dann einfach danach. Oder davor, je nachdem, wie der Freitag fällt. We will see. Auf jeden Fall habe ich heute, wie ich ja schon zweimal, glaube ich, erwähnt habe, einen Fall aus Kanada vorbereitet. Ah, stimmt, du wolltest den ja letztes Mal machen. Und vorletztes Mal schon, ja. Da kam ja was dazwischen, genau. Und dann kam wieder was dazwischen, genau. Und das Ding ist halt, heute geht es nicht so hauptsächlich um den Mordfall, der da passiert ist. Den werde ich direkt ganz am Anfang jetzt abhaken. Und es geht dann mehr um die Ermittlungen danach. Okay, auch interessant. Ja, bin ich genau. Ja mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, Triggerwarnung? Ja, Triggerwarnungen sind heute Mord und auch Suizid. Und natürlich vulgäre Aussprache und Assi-Slang. Und also ja, saarländisch, wie gehabt. Wir können uns nicht immer zurückhalten. Wir geben unser Bestes. Ich glaube, wir werden auch immer besser, aber naja. Hier bleibt alles so, wie es ist. Nichts wird verändert! Da wird sich nichts dran rütteln. Da würde ich sagen, auf ins Getümmel. Ja, also, wie bereits erwähnt, befinden wir uns heute in Kanada. Und zwar, um genau zu sein, in Chetwynd. Chetwynd liegt in der Provinz British Columbia. Und in der direkten Nähe befinden sich die Rocky Mountains. Also ist auch ein beliebter Reiseort, wo die Leute gerne wandern gehen vor allen Dingen, wo sich viele Touristen befinden. Und so auch das deutsche Paar Andrea Scherf und Bernd Görike, die im Herbst 1983 nach Chetwynd oder allgemein nach Kanada reisen. Die beiden sind verlobt und genau gemeinsam trampen sie durch das Land in Richtung Westen. Wie gesagt, ich komme direkt zur Sache, denn Andrea und Bernd sind beide gerade einmal Mitte 20, als am 3. Oktober 1983 ihre Leichen gefunden werden. Das Paar kann am 16. Oktober durch ihre Zähne identifiziert werden, außerdem wird auch Interpol mit eingeschaltet. Aber was genau ist denn jetzt passiert? Andrea und Bernd werden durch Kopfschüsse getötet. Wahrscheinlich steigen beide am 3. Oktober in das Auto ihres Mörders ein. Finden konnte man die Leichen 32 Kilometer entfernt von Chetwynd, nahe dem British Columbia Highway 97. Der Mörder behält die Besitze seiner Opfer und fährt mit einem 1960 Chevrolet Pickup in der Farbe Rot in Richtung Süden. Vor ihrem Urlaub hatte Andrea sich Reisechecks zum Bezahlen gekauft. Das hat man wohl früher so gemacht, als es noch so keine Kreditkarten gab oder als sie noch nicht so krass benutzt worden, denke ich mal. Also in den 80ern, ne? Mhm. Und mit diesen Checks kaufte der Mörder dann fünfmal noch Benzin an jeweils verschiedenen Orten. Dann kommen wir jetzt mal zur Ermittlung. Am 21. Oktober nimmt die kanadische Nationalpolizei Vance Hill fest. Grund dafür war, dass er zweimal unter falschen Namen Unterkunft bezogen hat. Er wird aber kurz daraufhin wieder freigelassen. Also diese Unterkünfte, diese
ne, falsche Namen und so, das hat jetzt direkt nichts mit dem Fall zu tun. Aber Vance wird halt später nochmal wichtig werden. Wir merken uns Vance. Oder wir versuchen es zumindest. Wir versuchen uns Vance zu merken. Nee, der kommt, es geht eigentlich sehr schnell. Okay. Genau. Über den Mord an Andrea und Bernd werden in den nächsten 6 Jahren über 900 Hinweise gesammelt. Der große Erfolg bleibt jedoch aus und der Mörder bleibt weiterhin unbekannt. Im August 1989 meldet sich Madonna Mary Kelly bei der kanadischen Polizei. Und sie sagt aus, dass ihr Bekannter Andy Rose 1983 betrunken und blutüberströmt nahe ihrem Wohnwagen in Chetwynd aufgetaucht sei. Außerdem soll er ihr erzählt haben, dass er 2 Menschen umgebracht hat. Und ganz allein durch diese Aussage von dieser Frau wird Andy Rose tatsächlich festgenommen und 1991 auch verurteilt. 1994 legt er Berufung ein, wird jedoch erneut verurteilt. Und jetzt kommen wir auch schon zurück zu Vance Hill. Hat nicht lange gedauert. Vance wird 1928 geboren und er arbeitete als Straßenbauarbeiter. Seit 1967 lebt er in Prince George gemeinsam mit seiner Frau und deren gemeinsamen 3 Kindern. In seiner Freizeit jagt er, leider ist er aber auch ein Alkoholiker. Irgendwann trennen sich Vance und seine Frau und zusammen mit den Kindern zieht die Frau dann nach Kalifornien. Im November reist Vance zu seiner Ex-Frau und ganz aufgeregt erzählt er ihr von den Morden. Okay, crazy. Ja. Also er gibt das theoretisch auch zu. Ja, also, er hat gesagt, er war es. Also er hat es seiner Ex-Frau erzählt. Er verlässt dann seine Ex-Frau kurze Zeit später, hinterlässt aber eine Suizidbotschaft und in dieser steht dann, dass er nicht ins Gefängnis gehen möchte und dass er sich deshalb das Leben nehmen will. Am 28. Juli 1985, also so circa 1,5 Jahre später, nimmt Vance sich dann tatsächlich das Leben, indem er sich erschießt. Im Jahre 1997 erzählt Vance Ex-Frau die ganze Geschichte ihrem Neffen, welcher sich dann an die Polizei wendet. Zu dieser Zeit sitzt Andy Rose immer noch unschuldig im Gefängnis und das seit 10 Jahren schon. Uff. Durch die Meldung wird der Fall jedoch wieder aufgerollt und Andy wird letztendlich 2001 wieder freigelassen. Ja, trotzdem, Haufen Lebenszeit ist ja, da halt weg. Absolut. Ich habe dann auch tatsächlich noch ein Zitat gefunden, was die Ex-Frau damals erzählt hat, der Polizei. Also 1997, genau. Also da hat sie gesagt, Zitat, das Paar fragte ihn, ob er sie mitnehmen könne und er willigte ein. Er fing an, die Frau zu belästigen. Als ihr Freund protestierte, hielt er den Pickup an. Sie stiegen aus und fingen an zu streiten. Er griff in den Pickup, nahm das Gewehr und erschoss ihn. Die Frau schrie und schrie und wollte den Mund nicht halten. Er sagte, er musste sie auch töten. Genau. Finde ich schon wieder so alles so schwierig. Weißt du, dass das dann über so Jahre, dann sitzt da jemand unschuldig im Gefängnis und dann kommt dann doch irgendwas raus. Mhm. Finde ich alles ganz schwierig. Ja. Vor allen Dingen, wenn jemand unschuldig sitzt, ne? Genau. Dann, weil ich sag mal, wie willst du sowas entschädigen? Ja, das geht gerade. Die Lebenszeit kann einem ja keiner zurückgeben, ne? Mhm. So, jetzt kommt die Sache, sag ich mal, die mich an dem Fall am meisten interessiert hat und weshalb ich den Fall auch ausgewählt habe. Stimmt, du hast ja gesagt, das wird was ganz Krasses, ja, was Spektakuläres. Also, du warst so total begeistert von dem Fall. Ich mache hier mal so ein neues Thema auf, sage ich jetzt mal. Es geht jetzt nämlich um die Mr. Big-Methode. Hast du schon mal was davon gehört? Nein, Mr. Big, also soll ich mal raten? Ja. Okay. Also wenn du willst. Die Mr. Big-Methode, bezieht sich das auf die Ermittlungen? Ja. Okay. Mr. Big, das könnte tatsächlich alles sein. Ich würde jetzt mal ganz grob so schätzen, so, weil es heißt ja Mr. Big, dass es halt ein Haupt,
Typen gibt, der sich dem Fall annimmt. Ja. Oh, okay. Auch, cool. Aber es ist schwierig. Es ist auf jeden Fall ganz spannend und ich fand es mega interessant. Deshalb habe ich mir den Fall ausgesucht, weil ich es so spannend fand. Also, du bist schon induziert. Ja. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil es so spannend ist. Also. Jetzt geht's los. Das ist ja ein richtiger Rollercoaster der Gefühle hier heute. Aber wirklich so. Also, Entschuldigung, also. Zurück zum Fall. Genau. Die Mr. Big-Methode, dann erzähl mal. Ja, also was ich eben bewusst nicht erwähnt habe, ist, dass Andy Rose, der unschuldig verurteilt wurde, bereits einmal 1998 auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen wurde. 1999 wurde er jedoch erneut inhaftiert. Ja, warum denn das? Fragt man sich dann vielleicht, wenn er ja unschuldig war. Also Moment, also jetzt ganz kurz nur zum Zusammenfassen, weil wir ja eben so viel gelacht haben, die Leute bestimmt wieder alles vergessen haben. Dieser Andy Rose, der wurde unschuldig verhaftet. Dass er die beiden ermordet hat, Bernd und Andrea. Ja. Er konnte dann nicht sagen, dass das nicht war, weil, keine Ahnung, hat ihm keiner geglaubt, dies, das. Er kam dann in den Knast, dann kam er auf Kaution frei. Ja. Und ein Jahr später kam er wieder rein. Genau. Warum? Ja, dazu komme ich jetzt. Okay. Wir kommen zur Mr. Big-Methode. Also, ich erkläre das erstmal kurz. Die Mr. Big-Methode ist eine Methode, die von der kanadischen Polizei angewendet wird. Also wirklich nur in Kanada, offenbar. Immer noch oder ist die irgendwann abgeschafft worden? Ich glaube immer noch. Also ich habe mal nichts davon gelesen, dass sie nicht mehr angewendet wird. Okay, da bin ich mal gespannt. Weil das hört sich so veraltet an, wenn du so sagst, so Mr. Big-Methode. Nee, das ist schon aktuell. Und die wurde dazu verwendet, um Andy Rose ein falsches Geständnis zu entlocken. Ach, ja. Okay. Also man hat sich natürlich ein echtes Geständnis gewünscht, aber es war kein echtes Geständnis. Also so manipulative Befragungstechniken und sowas. Genau. Ich glaube, das hatten wir doch auch mal hier bei Pascal. Ja, genau, den Fall, Suggestivfragen. Genau, Suggestivfragen, das war das Wort, was ich suchen wollte. Also vermutlich kommt das sehr oft davor. So ähnlich, ja. Mhm. Also Mr. Big ist eine Ermittlungsmethode der kanadischen Polizei, wie gesagt. Dabei versuchen verdeckte ErmittlerInnen, vor allem nach Mordfällen, den Verdächtigen ein Geständnis zu entlocken. Dabei werden von Beamtinnen fiktive kriminelle Organisationen gegründet. Sie versuchen dann, das Vertrauen der Verdächtigen zu gewinnen und bringen sie dazu, sich dieser Organisation anzuschließen. Also die erstellen ein fiktives Szenario. Die machen eine Gang auf, sozusagen, die nicht echt ist. Die spielen alle eine Rolle, die sind Schauspieler sozusagen. Sind die komplett weg? Die sind Schauspieler alle in dem Fall. Und versuchen dann, also durch das Vertrauen und Freundschaft und das Verstricken in diese Bandenaktivitäten, Gangaktivitäten, wird sich dann ein Geständnis des zu untersuchenden Verbrechens erhofft. Oh, was für Pisser, das ist halt übel. Also ich meine, es macht schon Sinn, wenn einer vielleicht wirklich... Ja, wirklich, sicher, aber come on. Ja. Ey, come on, ey. Und das als staatliche Organisation. Ja, ja. Dass du als Staat hingehst und sagst, ja, da machen wir halt hier so ein fiktives Szenario und dann locken wir den da rein. Ich meine, ohne Witz, wenn man sich das doch jetzt schon anhört, dann ist doch klar, dass das Ding auch komplett nach hinten losgehen kann. Ja, natürlich. Allein wenn du dir schon anhörst, ja, Mr. Big Methode, da werden dann so Leute, also da sind dann so Ermittler, die spielen eine Rolle und die versuchen dann jemanden da reinzuwickeln, was vielleicht ja auch gar nicht zum Thema passt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einfach was anderes genommen wird als Mord oder so, keine Ahnung. Und dann wickelst du da so die Person da rein, wegen nix und nochmal nix. Und dann heißt es, ah ja, du bist ja schuldig, weil du hast da ja mitgemacht. So, wenn du drüber nachdenkst, ich denk, das Ding ist, halt, ist das voll dumm. Es kommt, denke ich mal, drauf an, wie sie versuchen, der Person dieses Geständnis zu entlocken. Also wenn sie wirklich halt einfach versuchen, so dass diese Person im Vertrauen ihnen das erzählt, dass sie wirklich versuchen, eine Freundschaft mit dieser Person zu schließen, mit diesem vielleicht Mörder. Und er es ihnen halt vielleicht so einfach im Vertrauen halt einfach erzählt,
dann finde ich, ist die Situation noch mal eine ganz andere, ja, klar, wie das, was hier passiert ist, weil ich habe ja noch nicht erzählt, wie das Geständnis rausgekommen ist. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist auch was anderes, wenn du einfach jetzt sagst, okay, als Ermittler undercover, ja, du freundest dich ja mit der Person an, okay, du baust eine Bindung auf und dann wird das halt irgendwann so erzählt, ja, in Ordnung. Aber du hast ja gerade gesagt, es geht da um kriminelle Organisationen, ja, die bauen halt eine ganze Gang auf. Und das ist halt voll der Bullshit. Ja, das ist übel krass. Aber halt auch mega aufwendig, ne, was die da alles machen. Also, da würde ich gerne arbeiten. Ne? Verdient man bestimmt gut. Ist halt auch gefährlich, denke ich mir. Ne? Mhm. Kann halt schon viel passieren. Egal, erzähl mal, wie jetzt das Geständnis dann... Erstmal noch kurz zu dieser Methode, also die Mr. Big-Methode, wurde übrigens in den frühen 1990er Jahren entwickelt und wurde seit 2008 in mehr als 350 Fällen angewendet. Und die Royal Canadian Mounted Police, die haben diese Methode entwickelt und die sagen aus, dass 75% der Fälle durch Mr. Big gelöst werden konnten. Also das ist schon eigentlich eine gute Quote. Ja, schon, aber da mach einfach mal weiter. Ja, mal weiter. Also wieder zurück zu Andy Rose. Ne? Im Januar 1999 nahm ein verdeckter Ermittler Kontakt zu Andy auf. Und über 8 Monate baute der Ermittler dann eine Beziehung zu ihm auf. Und zudem wurde er dazu überredet, kriminelle Tätigkeiten durchzuführen, wodurch er etwa $5,900 erhielt. Ah, finde ich schwierig. Finde ich ganz schwierig. Mach mal weiter. Also, Andy wurde erzählt, dass die Bande Informationen für seinen bevorstehenden Gerichtstermin sammeln könnte, sodass er nicht mehr zurück ins Gefängnis müsse. Dazu müsste er aber ein offizieller und ein anerkanntes Bandenmitglied sein. Und das geht jedoch nur, wenn man den Boss, Mr. Big, beeindrucken kann. Ne? Also der Boss ist Mr. Big. Oh, ich finde da dran gerade so viel Verwerfliches. Ne? Ich muss ganz kurz, sonst vergesse ich, was ich sagen will. Ja, sag ruhig. Zum einen, also bis jetzt haben wir ja gehört, ne? Ich finde zum einen ganz schlimm, weil ich sag mal, dieser Andy, der ist in einer Notsituation. Ja. Dann kommst du dahin und sagst dem, ja, ich kann dir helfen. Ja, ist... Ganz ehrlich, ist doch klar, wenn der, kann ja auch sein, dass er vielleicht so ein bisschen schüchternerer Typ ist, so ein bisschen ängstlicherer Typ, dass er dann voll darauf anspringt. Ja, aber ganz im Ernst, wenn du auf Kaution frei bist und dann dich in so kriminelle Machenschaften einwickeln lässt, ist halt auch schon ein bisschen selbstdämlich, finde ich persönlich. Ja, auch. Also ich finde vieles daran irgendwie schwierig. Ich finde aber halt auch von der Polizei so schwierig, dass die halt dann hingehen und da... Weißt du, ich denke mir halt auch so, stell dir mal vor, dir passiert sowas und dann kommt das im Ende voll raus, dass das von der Polizei hier, von deinem, in Anführungszeichen, Freund und Helfer, so eine miese Masche war, dann weißt du ja gar nicht mehr, wem du vertrauen kannst. Und jetzt sage ich gerade mal so, wenn der Andy da vielleicht so ein bisschen schüchternerer Typ war, ein bisschen hilflos, sage ich mal, nicht so genau wusste, ja, kann sich nicht so durchsetzen, kann ja auch sein, ne, und dem passiert dann sowas, finde ich ganz schwierig. Ja, also wir wissen ja allgemein, dass Andy auf jeden Fall das Opfer hier in dem Fall ist. Und deshalb ist es, denke ich, auch einfach schwierig. Ich meine, wenn jetzt die wirklich da einen Täter dran gekriegt hätten, würden wir vielleicht jetzt auch anders darüber denken. Ne? Ja, sicher. Dann würden wir wahrscheinlich auch denken, oh ja, sau cool gemacht. Gute Methode, mit der man einen rankriegen kann. Aber das ist halt immer, ne? Es gibt halt alles. Zwei Seiten von der Goldmünze. Der Grat dazwischen ist halt ganz, ganz schmal, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ja, Entschuldigung, aber jetzt mach mal weiter, nicht, dass alle vergessen, um was ging. Ja, nee, alles gut. Also, wie gesagt, Andy muss sich vor Mr. Big beweisen, den beeindrucken, damit er ein Mitglied der Bande sein kann und dass die dann ihm helfen können vor Gericht und Informationen finden können, dass er halt nicht mehr ins Gefängnis muss. So, im Juli 1999 trat Andy dann vor den angeblichen Mr. Big und beteuerte anfangs seine Unschuld in seinem Fall. Mr. Big war dann jedoch ganz und gar nicht beeindruckt und machte Andy deutlich, dass er ein Geständnis hören will. Er sollte sich das Ganze jedoch nochmal bei einem Bier durch den Kopf gehen lassen und dann würden sie nochmal drüber reden. Andy war aber ehemaliger Alkoholiker und trank daraufhin mehr als nur ein Bier. Und danach gestand er auch die Tat.
Also er wurde ja dann da massiv unter Druck gesetzt, ne? Mit diesem, du musst diesen Mr. Big beeindrucken, dass wir dir helfen dürfen und so. Und ja, um Mr. Big zu beeindrucken, musst du halt gestehen. Er hatte ja keine andere Wahl. Das ist, ne? Das ist halt das Problem da dran. Das ist super, super dumm. Ja. Also wirklich, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, also welcher Ermittler hat das denn aufgesetzt? So, ich kann mir vorstellen, dass diese Mr. Big-Methode wirklich gar nicht, also du hast ja gesagt, 75% gar nicht so verkehrt, ja, ist. Aber come on, wer hatte denn da die Führung? Die Royal Canadian Mounted Police. Ja, aber irgendjemand hat doch gedacht, oh, das hier ist eine gute Idee, dem ja jetzt genau das und das. Man hätte das ja auch anders machen können. Ja, ja. Warum denn genau so? Ja. Also das war ja voll der Griff ins Klo, ey. Ja, total. Ja, was ist denn das für ein Bullshit? Um Mr. Big zu beeindrucken, musst du gestehen. Ja, hä? Ja, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Aber so, woher will man denn dann wissen, ob das Geständnis echt ist oder richtig nicht? Richtig, aber das ist halt, ne, er war dann in dieser Notsituation, natürlich sagt er dann, ja, ich war es, ne, ist ja ganz klar, ja, er hat weil ja keine andere ja heißt, Möglichkeit. Wenn es ja heißt, dadurch kannst du dich beweisen, ja, würde ich Mr. Big auch anlügen. Würde ich auch sagen, ja, ich war es halt. Ja, so, aber was er ja jetzt nicht wusste, dass halt Mr. Big und alle anderen in diesem Szenario ja alle Polizisten und Polizistinnen waren, Alter, ne? Was ein das Bullshit. Das war alles Beamte und Beamtinnen. Das ist halt übel verrückt. Da muss man ja mal dran denken, dass das halt keine richtigen Kriminellen waren, ja, oder so. Klar. Dass das halt alles gestellt war. Das ganze Szenario war gestellt. Und allein da, dass das dann so eine dumme Aktion ist. Also wirklich, ja, dass das voll der Pillepalle. Ja. Das, boah, ey, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, dass Polizisten, renommierte Ermittler, dann einfach hingehen und sagen, ja, um den Mr. Big zu beeindrucken, musst du halt die gestehen. Und dann sagt der Andy, ah ja, ich war's. Und dann sagen die Ermittler, ja, okay, ja, das war das ein gläubiger FBI-Opener. Oh Gott, jetzt bin ich voll eskaliert, die Sekretonspur. Aber ja, ja, das ist ein kommt auch immer so ein felsenfestes Statement. Aber das ist ja, Alter. Das ist ja sowieso alles voll dumm gewesen, weil ja auch allein, dass Andy inhaftiert wurde, war ja nur durch diese eine Zeugenaussage, die es gab, habe ich ja eben erzählt, dass diese Madonna Mary Kelly, dass die ja erzählt hat, er ist blutüberströmt da aufgetaucht an ihrem Wohnwagen und hat erzählt, dass er zwei Leute umgebracht hat. Und allein deshalb ist er ja ins Gefängnis gekommen. Da wurde nichts mehr irgendwie nachrecherchiert oder so, hat also keinen interessiert. Ohne Scheiß. Er ist einfach allein durch diese Aussage von dieser Frau ist er ja überhaupt schon in den Knast gekommen. Jetzt ohne Witz, dass da ist der dümmste Fall, den ich je gehört habe. Ja, so wirklich. Also ich meine, ich finde das ganz schlimm, dass diese zwei Menschen sterben mussten. Ich finde es auch super schlimm, dass der Andy da 10 Jahre absolut seiner Lebenszeit noch mehr dem genommen wurde. Aber was ist das für eine Shitshow, ey? Ja, übel. Das ist ja so dumm. Ja. Also auch Entschuldigung, dass ich da manchmal lache, aber ja, manchmal kann man auch nicht drüber lachen, weil es halt einfach so dumm ist. Das ist wirklich lächerlich. Dann also zu sagen, ja, das ist ein gutes Statement. Der war betrunken, der hat das dann gesagt, weil wir zu dem gesagt haben, nur dann helfen wir dem. Ja. What the fuck? Alter, natürlich denkt man sich dann, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Andy vielleicht auch dachte, ja, der Mr. Big, der will ja nur, dass ich Schweinehund beweisen kann. Ja. Und deshalb sage ich das jetzt einfach. Ja. Alter. Man muss immer dran denken, er hat gedacht, das alles ist real, ne? Er war so voll drin. Für ihn war es ja kein Szenario so. Ja, sicher, gerade dann. Für ihn war es die komplette Realität. Gerade dann denkst du dir ja, Alter. Ja, ich muss das jetzt machen, weil sonst komme ich zurück in den Knast. Der Mr. Big, der will, dass ich Muppen beweise und dass ich jetzt zu ihm hingehe und sage, ey, ich war's. So, dass ich sagen kann, jawohl, ich stehe zu dem und weil so. Du, ja, weil du vielleicht auch in der Gang dafür genau so Props kriegst, genau, ne? Dass und, du halt Leute umgebracht hast. Und dann, boah, das ist so dumm. Das ist so fucking dumm, ey. Ja. Holy shit. Wir wissen ja jedoch jetzt zum Glück, dass Andy es nicht war und dass er nur unschuldig verurteilt wurde, was sauschlimm ist, wirklich. Das finde ich unglaublich schlimm. Vor allem wegen so einer dummen Methode. Ja, ja. Alter. Genau. Nochmal kurz jetzt zurück zur Tat. Nach der Tat am also im Jahr 1983 wurde nämlich noch eine Jeans gefunden, die der Täter wohl in einem Abfalleimer entsorgt hatte, kurz nach der Tat. Diese wurde 2001 auf DNA-Spuren untersucht. Man fand darauf dann die DNA von 5 Personen,
Zwei davon waren natürlich die Opfer, ne? Also Andrea und Bernd. Von Andy Rose gab es keine Spuren, was ja dann noch zusätzlich dazu bewirkt hatte, dass er ja freigelassen werden kann, weil er dann wirklich entlastet, ja. Genau. Und wir wussten ja, dass es dann auch das Geständnis, also was heißt Geständnis, aber das von Vance Hill gab, dass der Neffe da ja die Polizei eingeschaltet hat und gesagt hat, jo, die Ex-Frau von ihm hat mir erzählt, dass er es war und bla bla bla. Aber von Vance Hill gab es auch keine DNA-Spuren auf dieser Jeans. Hä? Also ist es ein ungelöster Fall immer noch? Korrekt. Oh, Kathi. Und die anderen, also es gab halt eine Spur, die halt deutlich da war, die war aber auf jeden Fall nicht von Vance und die anderen zwei konnte man wohl nicht herausfinden, von wem die DNA-Spuren waren. Du überraschst mich immer wieder hier mit deinen Fällen. Ich bin einfach eine Überraschungstüte. Wow, wie auf der Comic-Con so ein kleines, so eine Fandom-Überraschungsbox aus True Crime. Ja, True Crime Surprise Box. Für 30 Euro. Ja, True Crime Lootbox. Ey, ist 30 Euro, so billiger wert. Ja klar, hallo, wir sind Amateure. Mädchen. Wir sind Amateure, da reichen 30 Euro. Ja, auf jeden Fall konnte der Täter halt bis heute nicht identifiziert werden, weshalb der Fall was halt ein auch Cold schade Case ist. Ja. Finde ich. Man kann ja jetzt auch Vance nicht befragen, weil er hat sich ja umgebracht. Ja, vor allen Dingen, warum denn dann, wenn das gar nicht war? Oder war es vielleicht doch, aber also man müsste ja irgendwelche Spuren auf dieser Jeans, wenn er die ja anhatte, wenn das die Jeans von dem Täter ist, hätte man ja irgendwas finden vielleicht müssen. Vielleicht gab es mehrere Täter. Kann halt auch sein. Ja. Also ich muss sagen, also ja, die Tat war halt jetzt relativ unspektakulär, deshalb hast du die ja auch so schnell abgehandelt, ist ja klar. Ist natürlich trotzdem super schlimm für die beiden Opfer, weil die ja auch noch so jung waren. Ja. Also ganz tragisch, muss man nicht drüber sprechen, ganz schlimm. Aber was dem Andy da widerfahren ist, vor allem, der vertraut doch dann nie wieder irgendjemandem. Nee, dann hast du der, übel die Vertrauensprobleme. Dann ist das voll der Putsch, der hier mit dem gemacht wird. Weißt du, der war vorher Alkoholiker, der hat es eh nicht leicht gehabt, sag ich mal. Ne? Und dann wird der so mies behandelt, kommt dann noch ins Gefängnis, obwohl das gar nicht war und sich einfach nur beweisen wollte. Ja. Und wurde total verarscht von der Polizei. Ja. Wird von der Polizei dann über 10 Jahre festgehalten. Ja. Kommt dann raus und steht vermutlich komplett alleine da und weiß auch gar nicht mehr, wem man vertrauen soll. Ja, dazu, also das Mann. Sowieso nicht. Der kann in mal mehr seiner Familie wahrscheinlich vertrauen. Ja. Weil da würde ich auch die ganze Zeit denken, oh, der gehört ja auch so zur Polizei und hier, die hören mich gerade ab oder ist, was weiß ich. Ich meine, wir alle wurden Panik. Schon mal verarscht, glaube ich. Also von Menschen, die hinterfotzig waren und wir alle wurden schon mal verletzt. Aber das, finde ich, ist halt einfach ein ganz anderes Level. Auf jeden Fall. Weil ich sag mal, du wirst halt nicht einfach nur von irgendjemandem verarscht, der dir vielleicht auch nahe stand, sondern du wirst vom Staat verarscht. Mm, genau. Von Leuten, die dich eigentlich beschützen sollen. Von Leuten, die eigentlich dafür kämpfen sollten, dass du, wenn du unschuldig bist, nicht ins Knast kommst. Und dann wird da so eine Scheiße gemacht, mal ganz ehrlich. Also das ist ja wirklich, also, ja, da wird mir ja anders, ey. Das finde ich ganz schrecklich. Der arme Mann, ey, wie alt ist er gewesen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, das habe ich nicht gefunden. Okay. Aber er wird wohl nicht mehr so jung sein. Ne? Ja, gehe ich auch mal davon aus, aber ich hatte trotzdem. Nur die von Vance Hill, nur die Angabe, wann er geboren ist, leider. Schade. Aber ich gehe mal davon aus, dass er vermutlich im ähnlichen Alter sein wird, würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, ich finde daran so viel, so verwerflich und dass sowas dann immer noch geduldet wird. Es ist halt einfach die Umsetzung, ne? Also genau. Wie gesagt, und ich finde die Methode nicht mal so kacke. Man kann da bestimmt viel erreichen, sonst hätten die nicht eine Erfolgsrate von 75%, ne? Ja, wenn man es richtig anstellt. Richtig. Aber das war ja, also wirklich, das war bestimmt, welcher Praktikant hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß es nicht. Da hast du dann gesagt, ja, hier, Schorsch? Schorsch. Nimm dir mal hier einen Block und dann überlegst du dir mal so eine Situation so. Und der Schorsch, der Praktikant, gerade mal 2 Tage dabei, schreibt dann so 3 Szenarien auf. Und Schorsch muss ich immer an Pepper Woods denken. Ich muss immer an, wie heißen die, aus dem ungekocht genießbar. Ungekocht genießbar? Aus dem Saarland. Kenn ich schon. Nicht? Nee. Boah, das sind so YouTubers. Kenn ich schon. Ich glaube, ungekocht genießbar heißen die, egal. Dann gibt es nämlich auch Schorsch. Und
Da haben wir, was laber ich? Der Praktikant, George. Genau, der Praktikant, George, weißt du, schreibt da so drei Szenarien auf und dann gibt er das so dem Ermittler und alle drei waren kacke, aber das da war vielleicht das kleinste Übel, so, ja. Oder sprich so. Ja. Was, ich meine ganz ehrlich, jeder, der sich das da anhört, denkt sich doch einfach so, Junge, was? Ich glaube, ich muss mal einfach irgendwie einen Fall finden, wo das erfolgreich war. Ja, das ist so ein Vergleich. Ja, wo die Mr. Big-Methode wirklich erfolgreich war. Und dann können wir vielleicht noch mal anders drüber reden, weil so jetzt ergreifen wir halt voll Partei, ne, und sagen halt, boah, voll scheiße. Und ja, ich meine halt, kacke. Es ist auch kacke. Wenn du da so Drogendealer hast, weißt du, und du das dann irgendwie so, ja okay, ne? Aber wenn du da jemanden hast, der so ist, der dann Alkoholiker ist, der vielleicht ein bisschen... Man weiß ja nicht, wie er von seiner Persönlichkeit her war, aber ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen leicht einzuschüchtern war auch, der sich nicht so richtig wehren kann. Und dann kriegst du da sowas gesagt, ah ja, come on. Ja, ja. Hallo, nee, was ist schon also richtig. Wirklich, das kann man doch jetzt nicht mehr sagen, dass das da Ermittler waren. Ja. Das ist voll der Scheißdreck. Ja. Also zumindest in diesem Fallbeispiel ist es echt übel der Müll. Ja. Menschlicher Abschaum war dieser Ermittler, der gedacht hat, ah ja, wir machen mal dieses Szenario. Ja, absolut. Also, und dann hinzugehen und ernsthaft zu sagen, ja, das ist ein Geständnis, mit dem kann man arbeiten. Ja. Gut, die haben, glaube ich, einfach einen Schuldigen gesucht, ne, und haben dann einfach das erstbeste Geständnis halt geholt, ne? Das ist genauso wie mit, also dass die Frau einfach nur gesagt hat, jo, ne, der war blutüberströmt, da ist in meinem Trailerpark, was weiß ich. Und oh ja, dann muss er das gewesen sein. Richtig. So. Hätte ja auch sein können, dass er andere Leute getötet hat oder halt so. Oder so gar typisch, niemanden oder was ja, auch immer. Ja, das ist halt einfach so typisch, dass sie einfach nur jemanden gesucht haben, der schuldig ist und fertig, Fall erledigt so, ne? Mhm. Ja. Aber er ist ja Gott sei Dank dann jetzt seit 2001 draußen. Aber wie gesagt, bis heute ist der Fall immer noch ungeklärt. Und ungelöst. Verrückt. Ja. Verrückt, habe ich noch nie was von gehört. Fand ich sehr spannend. Ich auch nicht. Ich bin halt wirklich nur durch diese Mr. Big-Methode da drauf gekommen. Und das ist halt einfach so spannend. Es ist wirklich. Also ich kann mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass es funktioniert. Ja, absolut. Aber, also wirklich, ich bleibe bei meiner Meinung, da war der Praktikant dran. Und das war halt echt einfach voll der... Bullshit. Und ich finde, da hätte man dann tatsächlich auch staatlich reagieren müssen und sowas aufarbeiten müssen. Ja, ja, klar. Weil aber Geständnis ist Geständnis, ne? Also dann sind die ja wirklich. Ja, natürlich. Knallhart. Aber ich sag mal, wenn der halt rauskommt und dann halt so 2001 gesagt wird, ah, Moment mal, da war unsere Mr. Big-Methode damals ziemlich scheiße. Mhm. Ich finde, da hätte man ein bisschen. Reflektierter, genau, aber rangehen dann ein bisschen müssen. Zumindest mal Stellungnahme oder sowas, ja. Irgendwie, warum das so passiert ist, warum er sich genau für dieses Szenario entschieden hat. Ja. Weil das würde mich total interessieren. Mhm. Warum haben die sich für dieses Szenario entschieden? Ja, das stimmt schon. Aus allen 7 Millionen Szenarien, die man hätte nehmen können, warum das? Also, wirklich, ey. Ja. Einfach der Praktikant, ey. Kannst du sonst nichts sagen. Wahrscheinlich, wirklich. Naja, das war dementsprechend schon mein Fall, war jetzt heute halt ein bisschen kurz, aber auch okay. Fand es halt einfach wirklich krass spannend. Krass, krass spannend, aber es gab ultra wenig Informationen dazu. Glaub also ich muss mich hier fast wirklich, ich schreibe mal die Quellen rein, aber ich muss mich wirklich fast ausschließlich auf Wikipedia berufen, weil es gab sonst eigentlich nichts. Ja, ich habe das auch oft bei so kleineren Fällen, die jetzt nicht so enorm oder so ältere Fälle habe ich das oft. So der Fall, den ich nächste Woche mache, ist auch ähnlich. Da habe ich auch ein bisschen gehadert mit den Quellen, weil das eigentlich ein relativ bekannter Fall ist, kann man sagen. Aber irgendwie war da trotzdem nichts so, weil er halt auch schon recht alt ist. Ja. So. Krass auf jeden Fall. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, aber... Ich finde auch gerade bei so spannenden Fällen, also... Und bei so unbekannteren Fällen, wo man halt gerne wirklich noch mehr Informationen dazu hätte, da findet man dann einfach nichts. Naja, kann man nichts machen. Ich hoffe, es hat trotzdem allen gefallen. Ja, ich denke schon. Also ich meine, es kommt ja auch im Endeffekt einfach drauf an, wie wir es erzählen. So. Und ich meine, ich glaube, die Grundinfos, die haben, waren ja alle drin und das reicht ja auch. Also, ja, genau. Wir sind ja hier jetzt keine Justiz. Nein, wir sind Amateure, habe ich eben schon gesagt. Genau. Also ihr wisst ja Bescheid, wir erzählen das hier nur, weil es uns Spaß macht. Genau. Und weil wir sonst nichts zu tun haben. Naja. Naja. Also, naja. Aber, genau, also spannender Fall. Kurze Revue passieren lassen. Sehr trauriger Fall. Mhm.
aber auch auf jeden Fall mal was anderes. Fand ich sehr cool zuzuhören, hat mich sehr aufgeregt auch zwischenzeitlich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch während dem Fall gefühlt habt, ob es euch auch so ein bisschen in den Fingern gekribbelt habt, weil ihr euch einfach so dachtet, so boah, was für eine dumme Scheiße. Oder welche Meinung ihr zu der Mr. Big-Methode habt. Oder ob ihr noch andere Ermittlungsmethoden vielleicht kennt, über die ihr mal gerne was hören wollen würdet. Also jetzt habe ich ja Blut geleckt, ne? Jetzt bin ich ja voll drin im Game. Ich würde gerne noch mehr zu irgendwelchen Ermittlungsmethoden machen. Ja, das ist cool. Ich glaube, da muss ich mir auch mal noch mal was raussuchen. Ja, so. Deshalb. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir damit die Akte für heute. Ja, genau. Aber es gibt eine kleine Preview auf den nächsten Freitag, an dem die Folge kommt. Und zwar, ja, wie sage ich? Ich habe ja schon gesagt, das ist ein, eigentlich ein Fall, der ist ein bisschen älter, also auch nicht so bekannter, alt. Bekannter, hast du gesagt. Bisschen bekannter. Bekannterer Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass man ihn eventuell kennt. Aber ein kleiner Tipp, der vielleicht auch schon etwas verrät ist, es geht in die Heimat. Jetzt Deutschland-Heimat oder Saarland-Heimat? Zu uns, oder? Zu uns hier? In die Heimat, in unser wunderschönes Ländle. Zu uns ins Saarland. Ah, okay. Da sehen wir uns dann in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Freitag ist Crime-Tag. Ciao. Tschüss.